Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Baby Kampffisch Update. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass im Hintergrund die Waschmaschine läuft. Hashtag MomLife. Muss ich nun mal abends machen, wie auch das Film. Deswegen hat es jetzt ein paar Tage länger gedauert. Ich schiebe für alles Corona vors Loch. Ja, schaut euch das mal an. Guckt mal hier. Der. Und. Der und der. Was fällt euch auf? Richtig, sie marbeln. Toll, oder? Was habe ich irgendwann in einem Video mal erwähnt, dass ich nicht wieder einen Marbelwurf haben will? Herzlichen Glückwunsch, sage ich dazu nur. Selbst der Weiße marbelt. Nee, das ist einer von den. Der Weiße da hinten, der da. Von diesem Wurf hier, von dem aktuellen. Der ist nicht von dem Opak-Wurf. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Also dieser hier ist definitiv in den letzten Tagen gemarbelt. Nach dem Wasserwechsel, der war vorgestern. Da habe ich hier 90% Wasserwechsel gemacht. Der auch. Ihr müsst bedenken, dass sie alle aktuell in ihrem Babykleid sind. Also die Streifen stehen nicht für Stress, sondern für Hallo, ich bin ein Baby und kann mich so besser im Dickicht verstecken. Ein bisschen was haben sie ja noch von den Urkampffisch, sag ich mal jetzt so salopp. Und wenn ich meinen Finger dran halte, seht ihr immer die Größe. So, sorry, ich war heute im Sandkasten, ein bisschen dreckig. Und ja, die Opaktiere sind ungefähr die Größe. Also die haben, geben sich nicht mehr viel. Das war auch meine Idee dahinter. Und der zum Beispiel, der Opak-Kampffisch, ist auch richtig groß geworden. Und hier ist noch ein Tier. Marble Ahoy, sag ich dazu nur. Und ja, jetzt demnächst wird dann das Selektieren anfangen, und da das viele gefeiert haben, mache ich es mal nochmal. Ich habe ja ein Video dazu mal hochgeladen und das fanden so viele cool. Das hieß ja 500 Babyfische, also ich möchte dazu nochmal sagen, es sind nicht so viele, ja. Es ist eine Menge, die man nicht immer hat bei Kampffischwürfen, aber die generell vorkommen kann und völlig normal ist. Also, so ein Fischsalat ist absolut normal und nicht außergewöhnlich. Ich habe das Video natürlich ein bisschen überspitzt dargestellt. Machen wir uns nichts vor. Und das hat ja auch Anklang gefunden. Ja, hier in dem Becken hat sich aktuell auch nichts getan. Ich habe jetzt hier noch Pflanzen über, weil ich jetzt da oben, da, kleine Sneak Peek, da. Habe ich gestern fertig gemacht, das Becken, und es sind leider nicht so viele Pflanzen übrig geblieben. Deswegen muss ich nochmal bestellen. Aber das ist ja kein Problem. Vielleicht fahre ich auch morgen noch zu einem Tierladen direkt. Da ist das dann noch einfacher mit der Pflanzenwahl. Ich finde das immer so schwer, übers Internet Pflanzen zu bestellen. Ich würde die irgendwie mal gerne sehen. Kennt das jemand? Ist ja beim Fischen genauso, wenn die dann nur ein Beispielbild haben, finde ich ganz scheußlich. Außer jetzt so bei Standardfischen, ne? Aber bei einem Kampffisch willst du doch sehen, wie er gerade aktuell aussieht und wie er sich verhält. Guck mal, da ist ein ganz blauer. Der könnte nach seinem Papa kommen. Aber alles in allem sind es Marbeltiere. Ich liebe Marbel, ja? Also versteht mich nicht falsch. Aber das Zuchtziel war ja ein anderes, aber dafür habe ich ja wundervolle Opaktiere bekommen. Das Alter. So, muss jetzt gerade mal hier spicken. 11.04. ist der blau-rote Wurf, also 2 Monate ungefähr alt. Und der ist dann 4 Monate alt. Genau. Mit so circa 6 Monaten sind die meisten auszugsbereit, also müsst ihr euch noch 2 bis 3 Monate gedulden. Hier sind ja bei dem Opaktier ein paar Nachzügler, das wird wahrscheinlich auch ein Männchen. Guck mal, wie schön er nur durchs Schwimmen schon die 180 Grad schafft.
Wobei ich mit der Flosse nicht so zufrieden bin. Das könnte ein Weibchen sein. Ja, da muss man aber halt dann auch noch gucken. Na, waren das gerade Streitereien? Da muss ich mal nochmal genauer schauen. Aber ihr seht ja, dass die Tiere hier überall Rückzugsmöglichkeiten haben. Auch hier in dem hinteren Bereich unter den Blättern zum Beispiel. Oder da ist noch eine Wurzel und eine größere Pflanze. Aber das nutzen die irgendwie nicht. Was mich natürlich wundert. Aber das ist total typisch für Jungtiere. Die sind so am Wuseln, wenn ich hier nachts reingehe oder abends, wenn das Licht hier aus ist, schon eine Stunde oder so, dann sieht das hier ganz anders aus. Dann halten die sich meistens im Dickicht auf, soweit man das hier Dickicht nennen kann. Ne? Es ist natürlich sehr offen gestaltet, das Aquarium. Ja, wird sich aber noch ändern, wie gesagt. Hier hat man halt nicht so viel Spielraum mit den Pflanzen, da es ja nicht so hoch ist. Und ich labere weiter und es ist unscharf. Dass mal hier meine Hand daneben halte, seht ihr das? Ist perfekt für Kampffische, aber nicht so geil mit Pflanzen. Klar, Schwimmpflanzen etc., aber zum Beispiel hier solche, gerade die Stängelpflanzen, die dann halt erst weiter oben ihre Pracht entwickeln, kann ich euch ja mal hier zeigen. So, wo die dann rot werden. Ich komme gerade nicht auf den Namen, müsste ich nachschauen. Das ist halt schade, dass sie dann erst so hoch wachsen müssen. Das ist ja natürlich bei einem Cube, ne, was wesentlich höher ist. Okay, ich habe viel Kies drin. Nicht wundern, ich habe da gestern eine Pflanze rausgenommen. Einfacher. Ja. Als bei diesen flachen. Huch. Ja, ich habe jetzt schon wieder richtig viel gelabert. Ich wollte euch wie im anderen Video auch nochmal hier dieses Reflexionsgedöns machen. Das sind ja auch viele total, also wie gesagt, die Scheibe ist nicht dreckig, das ist die Rückseite, und da die nie sauber gemacht wird bei den meisten, sind da Wasserflecken von vor Jahren, weil ich das nämlich gebraucht gekauft habe. Und da sieht man hier auch schön bei diesen Tieren, was opak eigentlich bedeutet. Seht ihr diesen Schimmer? Ich versuche es mal scharf zu stellen. Seht ihr diesen pinken Schimmer? Das ist typisch für opak. Bei Platinumtieren, so nennt sich die andere Farbe, ist der nicht. Also dann ist der eher silbrig. Das ist total schwer zu erkennen. Aber jetzt hat man es halt gesehen, dass sie eher rosa sind, ne? Genau. Und ansonsten sind da schöne Farben mit dabei, viele Glanzschuppen natürlich. Hier sind auch noch mal klassisch rot-blaue Tiere, die finde ich ja auch nach wie vor schön. Aber ich werde wahrscheinlich, wenn, eher mit opak weiterziehen, weil ich habe mich an rot und blau ehrlich gesagt total satt gesehen, und ich habe die Verpaarung hauptsächlich gemacht, weil ich das Männchen total gefeiert hat, und ich hatte euch ja von der Story erzählt, dass das Weibchen dazu leider verstorben ist. Sehr schade. Ich feiere auch nach wie vor meine roten Mädels, aber ich finde kein rotes Harfunplakatmännchen, und das war jetzt im Prinzip ein verzweifelter Versuch, ein rotes Harfunplakatmännchen zu bekommen, um die Linie wieder zu starten. Aber ich habe schon gesehen, Joep und Björn, die haben rote Harfunplakatmännchen verballt. Die haben auch Nachzuchten aktuell. Da versuche ich mich natürlich dran zu hängen. Und ihr könnt mir ja die Daumen drücken oder mich verlinken, wenn ihr das seht, dass das jemand jetzt anbietet. Und da ist noch ein interessantes Tier. Auch Marbel. Guckt mal, der hat so rote Einschläge. Ist total schwierig hier mit dem Licht. Es tut mir leid. Ja. Aber es ist ja nur ein Mini-Update. Okay, es sind schon wieder fast 10 Minuten. Aber nicht so professionell gestaltet wie die normalen Themenvideos. In diesem Sinne, ich habe übrigens hier abgemacht, ne? Oh. Entschuldigung. Aber ich versuche wirklich auch mal bei den Tieren hier mal so richtig ans Glas zu touchen, was man ja nicht machen soll, dass sie weniger schreckhaft werden. Aktuell reagieren sie ja auf dieses ganz schnelle Tippern, weil das für sie heißt, es gibt gleich Futter. Es gibt ja echt extrem viele Videos von Bettas, die irgendwas Cooles machen, und ich versuche auch die Jungtiere hier inzwischen zu beschäftigen täglich, meistens mit Futter. Jetzt haben sie ja schon gefressen, deswegen zeige ich euch jetzt nicht noch irgendwelche Sachen. Vielleicht mache ich es ja beim nächsten Mal, oder ihr könnt euch ein Video dazu wünschen. Dann tue ich hier mal einen abrichten, wie so ein Hund. Und ja, in diesem Sinne,
machen wir mal die 10 Minuten voll. Lasst einen Daumen nach oben da. Drückt abonnieren dort. Läutet die Glocke und schreibt einen Kommentar. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao.